Hallo Leute, guten Abend. Ich mache noch ein zweites Video. Heute geht es um das Thema Transparenz sein, ein Glashaus sein. Muss ich mich schützen? Wie schütze ich mich? Piep! Ich bin Aurina Gatifola, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen, Sternensaat. Mir hat gerade eine Klientin eine Frage gestellt. Wie schütze ich mich? Die Frage ist, warum musst du dich schützen? Warum willst du dich schützen? Ja, es gibt Dinge, die machen dir Angst. Es gibt Dinge, Menschen, Situationen, die könnten dich verletzen. Jetzt habe ich aber ein paar Fragen an dich. Was ist, wenn du dich ständig schützen musst und du ständig irgendwelche Wege findest, um dich zu schützen? Das heißt, du lebst doch permanent, jede Minute, jede Sekunde, wenn du aufstehst, wenn du zu Bett gehst, bist du in der Angst. Immer dieses, ich muss mich schützen, ich muss mich schützen, ich muss mich schützen. Der Schutz hält 6 Stunden, der energetische Schutz hält 12 Stunden oder 24 Stunden. Irgendwelche Schwüre, bla bla bla. Ja, Schutz ist okay. Ich brauche auch meine Klamotten, wenn es mir kalt ist, damit meine Haut, mein Körper geschützt ist, damit mir warm ist. Aber deswegen schließe ich mich nicht in den Bunker ein, damit mir wärmer wird und ich hock im Wintermantel da. Ich mache die Heizung an. Oder ich trainiere mein Immunsystem oder meinen Körper so, dass ich nicht so überempfindlich bin, dass ich ein bisschen abgehärtet bin. Andere Frage, wenn du dich schützen musst, lebst du dann nicht in der Angst? Okay. Ich glaube daran, dass wir von innen heraus stark sind, dann brauchen wir uns nicht zu schützen. Das heißt, wenn ich Heilung oder Heilsitzung mache, Aktivierungen mache, werde ich Menschen nicht ständig beibringen, wie sie sich schützen, sondern ich werde ihnen beibringen, von innen heraus stark zu sein. Das heißt, ja, wenn ich im kalten Wasser schwimme, dass ich das genieße, dass ich auf einmal diese Wärme in meinem Körper spüre. Das haben die Yogis und die Meister im Himalaya und so auch gemacht. Die hocken da bei minus 20 Grad und denen macht das gar nichts aus. Mittlerweile gibt es Menschen, die ganz viel im Eiswasser, in irgendwelchen Gletscherseen schwimmen. Das mache ich auch, ich liebe es. Ich war jetzt noch nie im Wasser drin, wo Eiskrusten waren, aber ich gehe super gern in Gletscherwasser schwimmen und ich liebe es wirklich, ich liebe es. Es macht mich lebendig. Deswegen Thema Schutz. Ich glaube nicht wirklich daran, dass wir uns ständig schützen müssen, sondern dass wir von innen heraus stark sind, denn dadurch sind wir im Vertrauen zu uns und dem Universum und dem Göttlichen oder Universellen, nenn es wie du es möchtest, und dadurch ziehen wir Menschen Situationen in unser Umfeld, wo wir eh schon sicher sind. Wenn du ständig in der Angst lebst, ziehst du definitiv auch ständig Situationen an, die angstbasiert sind und dann bist du in der 3D und nicht in 5D. Ich hatte auch ein Video drüber gemacht. Woher weiß ich, dass ich in 5D bin? Angst ist ein ganz großer Punkt, ganz wichtiger, unglaublich wichtiger Punkt. Leb in der Freude, leb im Vertrauen, nicht in der Angst. Wenn du in der Angst bist, dann kreierst du eine Welt, in der du unglücklich bist. Das willst du nicht und das willst du auch nicht für deine Familie oder dein Umfeld. Glashaus. Ich habe mir gedacht, hey, Social Media, ist ja lustig, dass auf der einen Seite machen die Social Media ja alles öffentlich und auf der anderen Seite sagen die Medien aber, ja, wir sind in einem Glashaus, man kann alles beobachten und man weiß alles über dich. Ja und? Ja und? Was ist denn, wenn du alles über mich weißt? Ich bin eine Heilerin. Wenn ich nicht durchsichtig bin und du mich nicht sehen kannst, wer ich bin, ja entschuldige mal. Selbst wenn ich keine Heilerin bin, wenn ich ein Mensch bin, der ständig irgendwas zu verstecken hat oder was verbergen will oder mich schützen will, ja, also weiß nicht, wenn jemand so mir gegenüber ist und ständig irgendwas zu verbergen hat, dann denke ich mir, ja du, ich habe kein Interesse, was mit dir zu machen, weil ich weiß ja nie, was irgendwie dann hinter dieser Wand lauert auf mich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also mache ich was mit Menschen, die offenherzig sind, die vertrauenswürdig sind, die nichts zu verstecken haben und wenn ich denen eine Frage stelle, dann sagen, ja klar, beantworte ich dir die Frage, wo ist denn das Problem? Ja, wenn ich Geld auf dem Konto habe, ist ja gut. Ich muss ja nicht sagen, wie viel, aber ich sage, ja, ich habe Geld auf dem Konto. Wisst ihr, Leute, wenn ihr ständig Angst habt, dass man euch was wegnimmt, dass ihr ständig Angst habt, dass ihr irgendwas nicht veröffentlicht, wisst ihr was?
Jeder hat Dreck im Haus und jeder muss kehren und jeder muss sauber machen und jeder muss unter die Dusche, jeder muss auf die Toilette, jeder muss Piep und Pup machen, also klein und groß. Und wir sind alles Menschen, wir haben alle die gleichen Themen. Die einen mehr, die anderen weniger und die Menschen, die Familien, die euch so das Leben vorleben, dass alles perfekt ist, ganz im Gegenteil, dass gar nichts perfekt. Die kontrollieren sich besser, aber denkt ihr, dass es denen emotional gut geht? Wenn Social Media Dinge über mich weiß, ist es mir ehrlich gesagt egal, weil das gibt mir die Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Ich hatte letztes Jahr, das muss ich ganz ehrlich sagen, eine krasse Stalkerin. Ich habe einen Menschen in meinem Leben, den ich sehr lieb habe, der ist in Sri Lanka, da geht es jetzt auch gerade rund. Und da kommen die versteckten Dinge nach oben. Man kann Emotionen, die man verstecken will, Situationen, die man verstecken will, wie auch Suizid in den Familien, das sind ja auch immer so schamhafte Themen. Das kommt alles ans Tageslicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr da so rumtut. Redet doch drüber. Dann habt ihr Menschen, die euch unterstützen können. Ihr fühlt euch besser, ihr fühlt euch freier, wenn ihr drüber redet. Verharret aber nicht in der Trauer, sondern geht in die Freiheit und in die Freude. So, und da war eine Dame, die hat dann mein Profil gefaked und die hat dann das Profil von ihm gefaked und die hat dann sich als ihn ausgegeben und ich dachte mir, mein Gott, die Frau hat ja einen Knall. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, die hat mir Angst gemacht. Ja, es hat mir Angst gemacht, dass ein Mensch so weit meine Grenzen überschreitet, dass sie mein Profil fälscht, dass sie sich als jemand anderen ausgibt. Und ich dachte, der Mensch ist der Mensch und nicht sie. Ja? Also ich dachte, ich rede mit ihm und nicht mit ihr. Und es war natürlich eine verwundbare Stelle, weil es kam dann an die Öffentlichkeit, es ging an den ganzen Politikern, an ganz Colombo raus. Ich habe dann gelacht drüber, weil dadurch, dass ich so ehrlich bin, dadurch, dass ich so transparent bin, wusste ganz Colombo, wer ich bin, wie ich tick, wie mein Charakter ist. Und dann hat mir das nichts ausgemacht, weil ich wusste in mir und ich wusste, dass die im Außen wissen, dass ich ein absolut grundehrlicher Mensch bin. Also alles, was die Dame dann über mich verbreitet hat, wurde nicht ernst genommen und jeder wusste, sie ist nicht ich, weil sie hat ja die Profile gefaked. Und die haben sich dann nur bei mir gemeldet und gesagt, Herr Agathe, was ist denn da los? Wer ist denn das oder was ist da los? Und dann habe ich das denen erklärt. Natürlich habe ich geweint, natürlich war ich traurig. Aber der Punkt war, ich war so stolz und so frei und so glücklich in mir, dass dieser Schock kaum der Rede wert war. Natürlich musste ich das verarbeiten, aber es war so genial, weil ich dann wusste, wie stark ich von innen heraus bin, dass es mir nichts macht, was sie tut, dass egal wer was macht gegen mich, dass es nicht ankommt, weil die Menschen wissen, wer ich bin und vor allem weiß ich, wer ich bin. Und es war so eine tiefe Heilung, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, ich sage immer Pflegefamilie, aber es waren einfach die Nachbarn, die hatten ein Friseurgeschäft und ich habe immer alles heimlich gemacht, weil ich liebe es, tanzen zu gehen, ich liebe es. Und ich wollte nicht weggehen, um irgendwelche Männer kennenzulernen, sondern ich wollte weggehen, weil ich tanzen wollte, weil mich das in die Einheit mit dem Universum, mit der Universellen, mit meiner Lebenskraft, mit meiner Seele bringt. So wie so ein Sufi-Tänzer, ja. Und die haben das nicht verstanden und die haben gesagt, ah, du gehst ja nur aus, um irgendwie, weil du Sex willst und mit Männern und so. Und das hat gar nicht gestimmt, weil sie mich nicht gesehen haben. Aber ich habe es heimlich gemacht. Ich bin dann nachts losgerannt, bin gejoggt, bin dann in die nächste Stadt, das heißt Melodrom, da bin ich dann hingejoggt. Nachts wirklich. Oder mit dem Fahrrad gefahren und dann habe ich stundenlang getanzt. Hab dann, bin entweder zurückgejoggt oder habe jemand gefragt, der ein Auto hat, ob die mich zurücknehmen, wenn die aus dem gleichen Dorf waren. Aber das Problem war, es kam immer gleich raus. Eine Lüge kommt sofort raus und unsere Erdfrequenzen gehen so in die Höhe, dass Lügen ans Tageslicht kommen. Die Planeten, das Universum erduldet keine Lügen und keine Verstecke mehr. Deswegen habt keine Angst davor, im Glashaus zu sein. Ist doch scheißegal, wenn man euch sieht. Jeder ist nackt. Was soll das? Und jeder muss mal auf die Toilette. Und jeder puppelt mal in der Nase. Ich bin heute echt dreist. Ja, ich weiß, aber es ist mir egal. Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, die Menschen wollen einfach authentisch sein und wollen authentische Menschen und das bin ich. Und dann kam es halt immer gleich raus, dass ich, wenn ich gelogen habe und ich habe mich so schlimm gefühlt und die haben mich dann ignoriert, die haben dann nicht mit mir geredet. Und ich habe mich dann verstellt und darunter gelitten, dass ich jemand sein wollte, die
Die wollten mich anders haben, als ich bin. Und ich habe dann irgendwann gesagt, als ich 18 bin, so, ich ziehe aus, ich will das nicht mehr, ich möchte ich sein. Und ab da, wo ich dann entschieden habe, dass ich einfach nur ehrlich sein will, dass ich nicht mehr lügen will, weil es mich krank macht, weil es mir nicht gut geht dabei, ich will mich nicht mehr schützen, ich will ich sein. Aber ich will von innen heraus stark sein. Und es war so eine tiefe Heilung, als dieses Mädel versucht hat, mir zu schaden. Aber ich habe so eine Liebe für sie, weil ich mir denke, wow, Mädel, du hast mir geholfen, mich noch stärker zu machen. Und jeder Mensch, der dann versucht hat, mich irgendwie, ich sag jetzt mal, anzugreifen, das hat sich im Nichts aufgelöst, weil ich so ein tiefes Wissen, so eine tiefe Liebe zu mir und zum Leben hatte, dass ich, oder habe, dass mir sowas weniger und weniger und weniger ausmacht. Und ich finde sowas so wichtig. Leute, versucht euch nicht zu schützen, lernt stark zu sein, lernt zu heilen. Wenn solche Situationen geschehen, dann guckt, was ist die Heilung dahinter, wo ist noch eine Wunde im Ahnensystem, wo ist noch eine Wunde aus der Kindheit in euch. Ich war einmal vor Gericht, ich erzähle euch noch eine Geschichte, okay? Also, ich war nachts unterwegs, natürlich, ich wollte tanzen gehen, es war in der Früh um, ich weiß es nicht mehr, 4 oder 3 und ich wollte damals vom Melo ins Fun. Und ich merke so, wo die Ampel schaltet bald um. Und dachte ich mir, fährst du jetzt schneller oder fährst langsamer? Es ist nachts. Es war ein bisschen nebelig und auf einmal springt mir ein Kerl vors Auto. Wing, total besoffen, dieses, jenes. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich halte jetzt an dieser Ampel nicht an. Ich bin über Rot drüber gefahren, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt da an der Ampel bin und der Typ hängt mir da am Auto, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Der wollte mir sagen, dass die Polizei da steht. Ich bin über Rot gefahren. Was ist? Die Polizei mir hinterher. So, als die Polizei mich angehalten hat, ist der Typ an mir vorbeigelaufen. Und anstatt der Polizei zu sagen, hey, das ist der Grund, warum ich über Rot gefahren bin, ist es irgendwie, ich weiß nicht warum, wie oder was, irgendwas in meinem System ist lahmgelegt gewesen und ich habe es nicht gemacht. So, dann war ich vor Gericht das erste Mal und ich ziehe mich an in so einem pinken Dress, Leggings, ganz weiblich und die Richterin, genau das Gegenteil, kurze Haare, graue Haare, wie ein Mann, total bieder. Die sieht mich, ich war für sie eine rote Flagge, rote Fahne und ich dachte, oh oh. Und sie hat mir gleich unterstellt, dass ich lüge. Und dann habe ich geweint und habe zu ihr gesagt, wissen Sie was, wenn Sie denken, dass ich lüge, und ich habe ihr dann erzählt, dass ich Palliativarbeit macht, dass ich viel für Menschen mache, was ich mache beruflich, dass das Lügen mir zuwider ist, dass ich es nicht mag. Und das habe ich ihr ganz klar gesagt. Ich habe dann geweint, heulend, habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie denken, dass ich lüge und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich nicht lüge, dann haben Sie Ihren Job verfehlt, weil Sie haben mich gleich abgestempelt. Sie haben mir nicht mal die Chance gegeben, mich kennenzulernen als Mensch, der ich bin. Und ich weiß nicht, wie oder was, irgendwie hat sie dann auf einmal gesagt, die Zeit läuft ab, wir haben eine zweite Sitzung im Gerichtssaal. Ich bin dann nach Hause, habe meine Leute angerufen, habe gesagt, du bitte hör zu, die denkt, ich lüge und ich lüge nicht. Und dann habe ich überlegt, wo kommt denn das her aus meiner Kindheit? Und natürlich, was war von meiner Nachbarn, also diese Pflegefamilie, die haben zu mir immer gesagt als Kind, ja, du lügst ja, du lügst ja, du lügst ja. Und ja, als Kind musste ich lügen, weil ich Angst hatte vor der Strafe. Aber ich wollte nicht lügen. Und ich habe dann das Thema angeschaut und geheilt. Und ich bin dann zum zweiten Gerichtstermin. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Richterin ist mir ganz anders entgegengekommen. Die war ganz wie umgewandelt. Die haben mir dann wirklich, das war nicht der Rede wert. Ich habe keine Strafe und nichts bekommen. Ich glaube, eine kleine Summe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine 180-Grad-Drehtwendung. Dadurch, dass ich in mir geheilt habe, diese Wunde, dass jemand sagt, ich bin eine Lügnerin. Und ich möchte euch einfach noch sagen, ihr braucht euch nicht schützen, wenn ihr eure Themen heilt. Das dazu ist ein Heiler da, um euch den Raum zu geben, dass ihr geschützt seid, aber dass in diesem Raum ihr aufgeht, dass die alten Schutzwände runtergebrochen werden, weil diese Wand, okay, ich erkläre euch das, eine Wand, die ihr aufbaut, um euch zu schützen, kann euch einengen, gibt euch ein Gefühl der Kälte und der Leere und ihr seid ständig in dieser Kontrolle und gefangen in euch selbst, weil ihr euch schützen wollt. Das ist ein Gefängnis, das ihr euch selber aufbaut. Was ihr macht ist, ihr baut eine Wand weit, das ist, was ich mit euch mache in einer Heilung. Wir machen eine Wand hoch, einen Gartenzaun,
wo die Sonne rein kann, wo ihr einen schönen Garten habt, wo aber eine Tür, eine Haustür da ist. Und wenn ihr bereit seid, diese Wand dann runterzureißen, weil wir die Themen angeschaut haben und geheilt haben, und jemand klingelt und du guckst, machst die Tür auf, da ist ja noch der Gartenzaun, dann schaust du, sagst du, willst du die Person da haben oder nicht? Wenn es eine freundliche Person ist, dann sagst du, ja, ich mache die Haustür auf, ich mache den Gartenzaun auf, du darfst reinkommen. Wenn es eine Person ist, die deine Grenzen überschreitet, die unfreundlich ist, die lügt, die stiehlt oder was auch immer, bleib die draußen, du machst die Haustür wieder zu und sagst Tschüss. Und das ist das Geheimnis, sich zwischen schützen wollen, das Gefühl, sich schützen zu müssen und wirklich stark zu sein von innen heraus. Ich hab euch lieb, ganz liebe Grüße, wenn ihr Unterstützung wollt oder Hilfe braucht bei den Heilthemen, wenn ihr frei sein wollt, wenn ihr glücklich sein wollt, wenn ihr euch gesund und glücklich fühlen wollt, dann meldet euch. Ich denke und kann sagen zu 100%, dass ich große Sprünge in meinem Leben gemacht habe, dass ich viel aufgeräumt habe. Und das kann ich, wenn ihr Fragen habt, ich beantworte euch meine Fragen. Ich habe da keine Geheimnisse. Und ich spüre ja auch immer, was für eine Intention dahinter ist. Es gibt Menschen, die wollen wirklich eine Information, damit sie was für sich verändern können. Und dann gibt es Menschen, die wollen etwas, um dich kontrollieren zu können. Aber das spürst du und das spüre ich. Und mit den Menschen unterhalte ich mich auch gar nicht. Von denen halte ich mich fern, von denen gehe ich weg. Ich habe euch lieb. Liebe Grüße.